Ich bin Kevin und ich bin im zweiten Semester Digital Art an der Games Academy. Ich fand Digital Art super interessant, zum einen, weil es da super viele Spezialisierungsgebiete gibt und zum anderen, weil ich mich schon früher auch als Kind gefragt habe, wie macht man so eine Spiele? Wie könnte ich das selber machen? Und für mich bezog sich die Frage meistens auf die Modelle, auf die Umgebung. Also auf alles visuell Sichtbare. Und jetzt zu lernen, wie man so etwas erstellt, finde ich super spannend. Videospiele hatten schon immer eine große Bedeutung in meinem Leben, gerade in der Kindheit. Im Erwachsenenleben habe ich dann zunächst erstmal aber was anderes gemacht und Kunstgeschichte studiert. Leider war es so, dass mich die akademische Laufbahn nicht so begeistert hat, weil man dort viel alleine arbeitet. Und ich doch lieber in Teams arbeite. Die Games-Industrie habe ich tatsächlich kennengelernt durch meinen Ehemann. Der arbeitet als Game Designer in einer Berliner Firma. Und ich habe dort Kollegen kennengelernt, ich war ab und zu auf Veranstaltungen dabei und diese Arbeitsatmosphäre, die Working Culture, hat mir total gefallen. Auch das kreative Arbeiten im Team und da war klar, in diese Branche möchte ich jetzt wechseln. Die Games Academy hat an sich schon einen guten Ruf, zumindest von allem, was ich gehört habe. Und mir hat auch gefallen, dass es in der Games Academy alles ein bisschen schneller geht. Sie versteht sich ja als Kickstart in die Karriere. Man ist ja hier nur 2 Jahre in meinem Fall als Digital Artist und nicht bis zu 3,5 Jahre wie an einer Uni. Wir arbeiten projektbezogen, sehr, sehr praktisch. Wir haben Unterricht bei Dozenten, die selber in der Industrie tätig sind. Also alles ist darauf eingerichtet, jetzt einfach schnell in die Branche zu wechseln und einen Arbeitsplatz zu finden. Und das war genau richtig für mich. Als Digital Artist gibt es unglaublich viele Dinge, die man tun kann tatsächlich. Die Pipelines und Prozesse in der Spieleproduktion sind sehr umfangreich. Das beginnt mit 2D-Art, Leute, die Concepts machen, die Charaktere zeichnen und sich ausdenken oder vielleicht sogar Illustrationen machen für bestimmte Produktionen oder Werbematerial. Das geht dann weiter in 3D, da kann man dann Charaktere modeln, man kann Umgebungen modeln, man kann entweder organisch arbeiten wie mit Skulpturen, man kann aber auch mechanische Dinge erstellen, das machen auch einige sehr gern, Hard Surface Modeling. Und das geht dann nochmal weiter über ein paar technische Schritte in die Animation, also die Bewegung der Charaktere, dann in die Implementierung in die Engine und dann gibt es ja noch Special Effects. Das heißt, die Auswahl an Dingen, die man machen kann, ist riesig. Von sehr handwerklichen Sachen bis zu relativ technischen Sachen ist alles dabei und egal, ob man gerne in 2D arbeitet und zeichnet oder ob man gerne in 3D arbeitet, man kann dort wirklich viele Betätigungsfelder finden. Mein persönliches Lieblingsfach ist Animation. Ich liebe es einfach, ein schönes, aber bislang starres Charaktermodell zu nehmen und daraus halt irgendwie Leben rauszuholen, das zu bewegen, das auch ins Spiel zu implementieren und dann wirklich lebendig werden zu lassen, wenn der Hauptcharakter sich endlich bewegt, beispielsweise. Ich mag diesen Prozess auch, weil es ein schönes Teamgefühl ist. Oftmals ist es so, man übernimmt ein Modell von einem anderen Teamkollegen, der das erarbeitet hat, das man meistens schon ziemlich cool findet. Und man selber hat dann irgendwie die Aufgabe, dem Leben zu geben und das zu bewegen. Und das ist ein total schöner Prozess. Außerdem arbeitet man sehr viel in der Engine oder kann damit sehr viel in der Engine arbeiten. Und auch das gefällt mir sehr gut. Also so ein bisschen nochmal der technischere Aspekt, den Digital Art ja haben kann, wenn man das möchte. Das ist wirklich schwer zu entscheiden, aber es gibt eins, das ich wirklich immer wieder auspacke und spiele, egal wie alt es ist, und das ist Vampire Bloodlines. Das Spiel ist, glaube ich, inzwischen 18 Jahre alt, aber es hat was Besonderes. Es ist ein Spiel, in dem unglaublich viel Wert auf Interaktion zwischen Charakteren gelegt wird. Man kann dieses Spiel zum 20. Mal spielen und einen komplett anderen Weg beschreiten. Man kann sich mit den NPCs verscherzen, vielleicht Freundschaften aufbauen, man kann wirklich ein Rollenspiel draus machen. Es ist wirklich Wahnsinn, was die narrativ erreicht haben damals. Und es ist auch etwas, das man heutzutage nicht mehr so oft in Spielen sieht, finde ich persönlich.